Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wie ihr seht, kommt mal wieder ein Fireband-Artikel. Eigentlich sind alle Fireband-Böller oder ich glaube, die haben auch Batterien im Sortiment. Die kenne ich aber jetzt nicht, aber die Böller sind auf jeden Fall alle top. Und heute stelle ich euch, ich glaube zum zweiten Mal auf meinem Kanal, den roten Corsa vor. Aber das erste Mal, wie ich den getestet habe, habe ich noch mit einem, ich glaube, eben so einem LG-Tablet gefilmt. Und das ist einfach, ja, von der Soundqualität und auch von der Bildqualität ja richtig scheiße. Deswegen drehe ich das jetzt nochmal neu. Und ja, wie schon gesagt, wir haben hier den roten Corsa. Hier wird er als der Mega-Pirat beschrieben, also die sind wirklich verdammt laut. Die können locker mit D-Böller oder Super 2 in ja, aktuellen Verhältnissen mithalten. 20 Stück für 5 Euro, das geht auf jeden Fall vollkommen klar. Finde ich nicht überteuert, vor allem für die Lautstärke. Ich kann euch ja mal kurz, ich mache mal kurz einen Cut und dann reiße ich aber mal vorne und hinten auf. So Leute, hinten und vorne aufgemacht. Hier seht ihr ja eine ziemlich dicke Hülse und hier sieht man auch, die Tonhöhe ist richtig schön fein und richtig fest reingepresst. Und die Hülse kann man auch hier 0 eindrücken. Hier vorne auch ziemlich dicke Hülse. Ja, Zündschnur ist auch ganz okay, ein bisschen ranzig, aber ist scheißegal. Wie gesagt, 20 Stück sind drin, wir testen mal 1 bis 2, 3, sowas denke ich mal. Und ja, ich denke, die werden uns positiv überraschen und wir sehen uns dann gleich, ja. So Leute, wie gerade gesagt, so 1 bis 2, wir testen jetzt mal 2 rote Corsa von, oh scheiße, von Fireband. Haben die Druck und den zweiten. Boah, die sind ultra laut, Leute. Sehr heftig. Und das für einen deutschen Böller. Kaufempfehlung.